Yo, ihr Leute, wieder Just Eddie am Start, Binsky mit einem neuen Tutorial. Und zwar geht's heute, Freunde, um den Magic Pop Guide Gori und das ist das Wichtige bei der ganzen Geschichte, was bringt der uns eigentlich so ganz Besonderes? Und zwar gibt es die Möglichkeit, seine Items zu switchen. Was bedeutet das? Das ist eine Sache, das wissen wirklich viele nicht. Ich habe letztes Mal bei der Genie's Lamp Quest ein Item bekommen. Das brauchen wir zwar nicht, das ist eine Robe Chest Moon. Ja, den neuen. Die brauchen wir nicht. Aber vielleicht braucht es jemand anderes. Und zwar habe ich einen Kumpel, der ist Female. Der ist im Level D9 Bereich. Aber der trägt keine Robe, sondern Light Armor. Was machen wir denn da? Kann ich dem helfen? Ja. Wir gehen zum Magic Pop Guide Gori. Magic Pop Guide Gori. Das haben wir hier ein paar Dinge zur Auswahl, ja. Viele Dinge davon brauchen wir jetzt nicht. Wir gehen aber hier auf Exchange Equipment. Boom. Dann haben wir hier dieses Fenster. Ich schiebe das mal alles so rum. Jetzt nehmen wir dieses Robe-Item-Ding. Legen es hier rein. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, Light Armor oder Heavy Armor auszuwählen. Wir wissen ja, er hat Light Armor. Also gehen wir auf Light Armor. Und jetzt, liebe Leute, das ist ja noch nicht mal alles. Ihr wisst, worauf es hinausläuft. Wir können gerade für ein bisschen Gold die Klasse switchen. Von Robe zu Light Armor oder Heavy Armor und hin und her. Jetzt kommt aber noch der Special dazu. Und zwar ist das ein Item Clean. Keine Prozente, kein Plus und so weiter. Das bedeutet, alle Werte können sich jetzt verbessern und nicht verschlechtern. Es gibt ja kein Schlechteres als das. Und es können Blues draufkommen, die Prozente können sich verändern und es kann ein Pluswert entstehen von bis plus 5, also von plus 0 bis plus 5. Sollte aber ein Plus jetzt gleich drauf sein, das zeige ich euch jetzt auch gleich, wird sich das nicht mehr verändern. Also, es ist plus 0, also kann sich das Plus verändern. Wir gehen auf Light Armor, gehen hier drauf. Zack, und wir haben ein plus 1 Item. Light Armor mit Prozenten, mit Blues. Geil. So, wenn wir das jetzt sagen, okay, gefällt uns von den Werten her noch nicht so, können wir wieder auf Robe gehen. Ändert sich jetzt nochmal alles ein bisschen, aber das Plus bleibt, weil das Plus ist auf plus 1 und es bleibt auf plus 1. Wir können es auf plus 0 machen, indem wir Protektor-Elixiere failen lassen einfach. Dann könnte sich das Plus wieder verändern. Aber sobald ein Plus drauf ist, bleibt es. Jetzt sagen wir aber, okay, plus 1 ist okay für uns, aber wir wollen andere Prozente. Also switchen wir hin und her, gehen jetzt wieder auf Light Armor und gucken jetzt. Okay, die Prozente, mittelmäßig. Aber gut, so könnte man das hin und her probieren. Ich kann es euch nur empfehlen, dann zu sagen, okay, ist es jetzt auf plus 1, das ist nicht so krass. Es kann, wie gesagt, bis auf plus 5 hochgehen. Und wenn wir eh bereit sind, das noch öfters zu switchen, um einfach ein paar gute Basic-Werte zu haben, dann würde ich das wirklich so switchen, dass wir auch ein ganz gutes Plus drauf haben. Ja, genau. Es macht auch Sinn, tatsächlich dann seine Items erst vom Plus her zu pimpen und dann zu switchen. Weil wenn wir es, sag ich mal, ist es auf plus 3 und wir wollen es auf plus 5 haben, dann können wir es auf plus 5 versuchen. Sollte es failen und es ist plus 0, lohnt es sich dann halt, es einfach mal kurz zu switchen in der Hoffnung, dass es dann plus 5 ist. Wisst ihr? Einfach nur mal so ganz grob, um euch jetzt zu erklären, wofür es da ist und wie man es vielleicht auch sinnvoll nutzen kann. Genau. Solltet ihr aber diesbezüglich noch Fragen haben, fragt. Eine Kleinigkeit noch, das geht natürlich nämlich nicht nur bei Rüstung, sondern auch bei der Waffe. Die Waffe können wir switchen von Schwert zu Blade, zu Glaive, zum Bogen, zum... Ja, genau. Diese Chinese-Waffen. Bei Europa geht das natürlich auch alles. Man kann nur nicht von China in Euro und von Euro in China, das geht nicht, ne? Aber an sich, so funktioniert das System. Ist ziemlich nice, kostet ein bisschen Gold, aber hält sich alles in Grenzen. Und hilft mir ganz oft beim Pimpen ungemein. Naja, Freunde, in dem Sinne, ich hoffe, euch hat das geholfen, was der Magic Pop Guide Gori da uns so Schönes bieten kann. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.